einmal das Wasserskifahren, dann kann man Wasserski auch nur auf einem Ski fahren, was sich dann Monoski nennt. Dann gibt es noch einen Trickski. Ne, die beiden letzteren sind aber wenig bei uns hier vertreten. Und ja, dann gibt es noch das Kneeboard, wo man dann drauf kniet. Und dann gibt es noch das klassische Wakeboard. Ja, und da gibt es halt mehrere Stufen von. Und dann haben wir zum Beispiel Schnupperkurse, Anfängerkurse. Und dann irgendwann können die sich an der großen, im öffentlichen Betrieb versuchen. Wasserski ganz klassisch auf zwei Skiern oder eben Wakeboarden auf einem kleinen Surfbrett. Beides geht hier am Badesee Aurich-Tannenhausen sehr gut. Der einzige Unterschied, man wird hier nicht von einem Boot gezogen, sondern von einer elektrischen Anlage. Wasserski und Wakeboarden. Außerdem, was man von außen sieht, gibt es noch weitere Unterschiede? Beim Wakeboard steht man halt seitlich, das heißt, man hält die Handel nicht vor dem Körper, sondern seitlich vom Körper. Und der ganze Oberkörper ist so ein bisschen eingedreht und die Füße sind nicht frei, was die ganze Geschichte ein bisschen schwieriger macht vom Gleichgewicht als zum Kneeboard oder zum Wasserski, weil man beim Wasserski zum Beispiel kann man seine Füße frei bewegen, da muss man, sag ich mal, nur das Gleichgewicht nach vorne und hinten halten und nicht noch zur Seite, ne, weil man ja die Füße frei bewegen kann und man auch nicht seitlich steht. Wasserski ist also einfacher und dennoch, beide Sportarten sind für Anfänger geeignet. Machen kann es jeder, der will und sich dafür fit genug fühlt. Empfohlen wird es ab dem Grundschulalter. Als Anfänger im besten Fall bucht man das online vor, online auf unserer Seite. Da findet man dann auch alles, was man mitbringen soll und wann das Ganze anfängt, wie der ganze Kurs aufgebaut ist und so. Und dann würde man halt, bevor der Kurs anfängt, kommt man hier nach oben, um sich einkleiden zu lassen. Dann bekommt man gegebenenfalls ein Neo, eine Weste, einen Helm, ein Board oder Skier oder ähnliches. Und so würde man dann den Kurs starten. Dann kommt man nach unten zur Anlage, dort kriegt man dann eine ganze Sicherheit. Einweisung und eine kurze Einweisung, wie das Ganze funktioniert und dann gegebenenfalls beim Fahren, wenn man gefallen ist oder gestürzt, dann kriegt man danach auch noch ein paar Tipps, was man besser machen kann, was man falsch gemacht hat, was man gut gemacht hat. Und so wird sich dann zum Beispiel ein Kurs an der großen Anlage aufbauen. Bei der kleinen ist das ähnlich. Dann geht man als geschlossene Gruppe runter zur kleinen Anlage. Das findet dann auch in einem kleineren Kreis statt. Und ja, dann lernt man das von Grund auf, so einen Schnupperkurs zum Beispiel. Was mache ich denn, wenn ich meine Skier oder mein Wakeboard unterwegs verloren habe? Nun ja, also entweder kann man sich fallen lassen oder man wird weitergezogen. Und was, wenn ich irgendwo auf der Strecke ganz am anderen Ende des Sees hinfalle? Macht nichts, dann klettert man an eine der vielen Ausstiegsmöglichkeiten aus dem Wasser, geht eine schöne Strecke entlang des Sees wieder zurück zum Start und fängt von vorne an.